Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei den Herausforderungen. NSMBU Herausforderungsmodus und... Die große Frage ist, was wir jetzt machen. Ja, was wir jetzt tatsächlich einfach machen. Stachelgumbas ohne Münzenwert. Ja komm, machen wir mal wieder eine Münzsammlung. Eine Münz, beziehungsweise es ist ja jetzt hier so, dass wir Münzen nicht sammeln sollen, sondern Münzen ausweichen. Ach du Scheiße. Wir haben aber genug Zeit, also daran soll es nicht scheitern. Und schauen wir einfach mal. Ja, schauen wir einfach mal. Ist natürlich auf Eis, ist ein bisschen rutschig. Puh, ist ein bisschen rutschig, ja. Ist ein bisschen rutschig. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt am... Sehr gut. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich meine, das ist hier NSMBU, das ist ja quasi die richtige Zielgruppe. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn es wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, ich werde am Samstag, also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich am Samstag streamen. Nicht alleine, sondern bei und mit Wollo. Das Ganze wird so ablaufen, dass Wollo streamt, ganz normal. Wenn alles gut läuft, habe ich auch einen Stream am Laufen, so dass Wollo auf seinem Stream mein Bild einblenden lassen kann. Ja. Ach ja, ich darf ja keine Münzen einsammeln, das vergisst man immer so leicht. Naja, egal. Probieren wir einfach mal durchzukommen oder so. Ja, ne? Und im besten Fall seht ihr dann bei Wollo im Stream alles und braucht also auch überhaupt kein zweites Fenster für den Stream oder so. Ach, die Stelle war so unfair, ja. Und ja, das war's eigentlich. Und ich streame dann halt. Wir streamen Luigi U, sprich, wir machen einen Speedrun. Ich werde natürlich haushoch gewinnen, ist ja ganz klar. Ne? Ich bin um Welten besser wie Wollo. Machen wir uns mal nichts vor. Machen wir uns einfach mal nichts vor, auch wenn ihr gerade schade steht. Und ich gestorben bin. Ich bin Welten besser als Wollo. Ja, über die genauen Regularien haben wir uns noch nicht abgesprochen. Es stehen verschiedene Modelle zur Auswahl. Die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Es gibt einmal die Überlegung, dass man... Oh, es gibt einmal die Überlegung, dass man jede Welt für sich macht und dann nach jeder Welt derjenige, der sie zuerst fertig hat, einen Punkt kriegt. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Das Problem ist halt nur, wenn fünf Punkte vergeben sind, ist das Let's Race quasi vorbei. Ja. Und ob das dann so... Ja... Ob da, krasser Hammer, Bruder. Ob das der Sinn der Sache ist, ist halt die Frage. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen, da müssen wir nochmal drüber reden. Fuck! Da muss ich schneller durch, glaube ich. Ah, scheiße, ey. Okay, und... Ja, ob und wie das... ja, wie gesagt, wenn man da Punkte vergibt, ist halt die... Könnte es passieren, dass ich nach 5 Welten 5-0 führe und das Ding halt vorbei ist. Auf der anderen Seite natürlich, es könnte auch ein wenig unspannend werden, wenn ich irgendwann in Welt 9 bin und Wollo noch in Welt 5. Ja, dann wird er das wahrscheinlich nicht mehr aufholen können. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich in Welt 9 dann alles hinkriege. Ach so, okay. Ja, okay, wir machen trotzdem mal weiter. Ich würde gerne wissen, ob ich die eine Stelle da einfach mit Speed geschafft kriege. Oder ob ich hier was anderes... Ne, dann... Oh, vielleicht kann ich unter dem Gumba herlaufen. Ah, das ist jetzt tricky. Die Stelle müssen wir mal ein bisschen ausloten. Werde ich aber hinbekommen. Ist halt die ganz große Frage, ne, ob ich... ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Bei irgendeiner großen Frage, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Also es wird spannend, genau, mit den Punkten ist es halt so, ne, dass es unspannend werden könnte. Ich bin so dumm. Ah, ist egal, ich probiere es trotzdem. Bei den Punkten ist es doof. Wenn wir es so machen, ist es doof, genau. Aber, ne, ja, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass Swallow und ich nicht ganz so weit auseinander sind. Ja, nicht ganz so weit. Klar, ich werde das dann am Ende doch... Ich werde das am Ende doch deutlich gewinnen. Ah, okay, da kann man tatsächlich drunter herrutschen. Nur ob das immer funktioniert, ne? Das ist auch eine gute Frage. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn in dem einen Block eine Münze drin gewesen wäre. Gut, da habe ich jetzt nochmal eine Münze eingesammelt. Das sollte ich tun, nichts vermeiden. Da auch. Entweder man springt über die Münzen drüber oder man springt unten drunter her.
Das ist auch nochmal schwierig, okay. Die Herausforderung ist nicht die einfachste. Das lässt sich hier auf jeden Fall schon mal sagen. Mal gucken, wann wir die schaffen. Und ja. Ich hoffe, wir brauchen nicht ganz so lange. Okay. Oh, vor allen Dingen, irgendwann schaffst du es bestimmt, aber hast dann irgendwo so ganz dumme Münze eingesammelt. Und dann musst du alles nochmal machen und dann wirst du die ganze Zeit irgendwo Münzen einsammeln. Oh. Naja. Ich bin auch am Überlegen, ob man, damit habe ich noch nicht mit Wollo drüber gesprochen, falls Wollo das sieht. Hallo Wollo. Ich habe mir überlegt, ob man eventuell den Eichelhörnchen weglassen sollte. Aus dem folgenden Grund, dass der es natürlich relativ einfach macht, ne? Also, das ist halt die Frage, inwiefern er es tatsächlich einfach macht. Ich könnte auch einfach gegenlaufen, bis die Piranha-Pflanze in ihrer Röhre ist. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, ich probiere es zumindest, ob es funktioniert. Ja, ob man die Eichel nicht einfach komplett weglässt. Warum mache ich das? Ich will nicht, nein. So will ich das hier nicht machen. Eigentlich würde ich schon ganz gerne das Level einfach mal abschließen, von mir aus auch mit Silber. Aber wenn es so eine dumme Münze war, dann muss es doch nicht sein. Nee, dann will ich mir das nicht ankreiden lassen, wenn ich es jetzt gleich schaffen sollte, dass ich dann so eine Münze vergessen habe. Wenn ich eine Münze vergessen habe, weil sie einfach gerade in dem Moment schwierig war, okay, aber so nicht. Oh, ich habe noch eine Story, Alter. Da würde ich am liebsten in einem MKW-Part drüber reden, weil ich möglichst viele Menschen ansprechen muss. Aber eigentlich könnte ich sie auch. Na, mal gucken. Ich bin ja noch nicht fertig. Auf jeden Fall Wallow. Ich habe überlegt, ob wir die Eichel weglassen. Dann ist halt die Frage, wie man das macht. Man darf keine Eichel einsammeln. Wenn man eine Eichel einsammelt, dann muss man sie direkt wieder verlieren. Außer natürlich bei dem Secret Exit in Welt 1-2. Und falls es noch irgendwo ein Secret Exit geben sollte, wo man eine Eichel unfassbar dringend braucht, dann kann man da natürlich drüber reden. Über diese Level, aber so im Allgemeinen. Ansonsten habe ich mir überlegt, dass man eventuell in dem Level, wo es eine Eichel gibt, da darf man sie benutzen, aber wenn man dann in ein anderes Level geht, muss man die Eichel da erstmal direkt wieder verlieren. Und man darf nur. Ja, gut, bei den anderen Items ist es nicht ganz so wichtig, aber man darf die Eicheln nur da benutzen, wo sie auch im Level angeboten werden. Das ist halt so eine andere Überlegung. Keine Ahnung. Ist halt die Frage, ob so eine Eichel das Ding nicht viel zu einfach macht. Wenn ich mir jetzt hier so vorstelle, ich. Oh, krass. Ich fliege durch jedes Level durch und so. Das ist. Natürlich, es ist ein Let's Race und es geht um Geschwindigkeit, aber es könnte vielleicht auch ein bisschen langweilig sein. Ich bin mir da unsicher. Fuck. Ja. Jetzt wäre ich tatsächlich trotzdem noch zum Ziel gelaufen. Boah, wie habe ich das denn gerade gemacht, die Stelle? Bin ich da einfach durchgelaufen? Ich weiß es nicht. Ja, das mit der Eiche müssen wir halt mal gucken, ne? Ich finde, sie macht es halt schon unfassbar leicht, teilweise. Und eventuell sollte man da ein bisschen fick dich. Vielleicht sollte man da ein bisschen entschärfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unschlüssig. Auf der anderen Seite ist es ein Let's Race. Also, meine Güte. Lass uns rasen. Ja, es ist auch richtig. Klar. Ah, ist ein bisschen zwiespältig, ne? Oder wir machen die Challenge gar keine Power-Ups. Wobei man, glaube ich, tatsächlich bei ein, zwei Sternmünzen Power-Up braucht. Und die Sache ist ja auch die, dass. Ich bin so dumm. Die Sache ist ja auch die. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Keine Power-Ups. Warum? Wie komme ich da drauf? Ich weiß es selber nicht so genau. Ich weiß es nicht mehr. Ja, man braucht halt bei ein paar Münzen einfach ein Power-Up. Ach genau, und die Sache ist halt die, dass wir es nicht einfach nur durchracen, wer zuletzt beim letzten Level ist oder so, sondern wir machen daraus ein 100% Let's Race, ne? Das ist ja die Sache. Also, ja, da hat er noch eine Münze eingesammelt, obwohl die. Jetzt wollte ich doch ausprobieren, ob ich dagegen laufen kann. Der hat noch eine Münze eingesammelt, die noch in der Wand war. Das hat mich jetzt gerade einfach ein bisschen irritiert. So. Ich meine, ich hab doch die Zeit. Dann gönnen Sie dir auch. Gönnen Sie dir doch. Warum soll ich sie mir denn nicht gönnen? Ja, was spricht dagegen? Nichts. Alles spricht dafür. Man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Ach, fuck! Egal, egal. Ich will jetzt erstmal zum Ziel kommen. Ich will gucken, wie ich da den letzten Abteil schaffen kann. Ich will gucken, wie
Sag. Gucken, wie das hier einfach alles funktioniert, damit ich es dann irgendwann mal ohne Münze machen kann. Ach ja. Ja, das wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Ich freue mich unfassbar darauf. Das ist so eine super Idee und ich hoffe, der Stream kommt auch bei euch gut an. Ich weiß nicht, manchmal ist das hier einfach anders, ne? Ah, fuck, ey. Ist schon ein bisschen schwierig. Ist schon ein bisschen schwierig, muss ich jetzt gerade einfach mal so sagen. Also, wie ich da hinten die Stellen machen soll, weiß ich noch nicht so ganz genau. Okay, und die Stelle bei dem Hammerbruder ist ein bisschen komisch, weil es da immer so... Ich verstehe noch nicht ganz genau die Regelmäßigkeit, ja. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, Regelmäßigkeiten zu finden, die man dann umgehen kann. Ja. Das ist eigentlich alles. Aber es klingt ein bisschen einfacher, als es dann in der Praxis ist. Ja. Eine Geschichte, die ich noch zu erzählen habe, ich werde sie wahrscheinlich auch in einem MKW-Part ansprechen, mal. Also, falls ihr auch MKW guckt, es tut mir leid, wenn der Part dann vielleicht langweilig für euch ist oder so, weil ich da alles doppelt erzähle, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Aber es ist was voll Komisches passiert und wenn die beiden zugucken, über die ich jetzt rede, dann meldet euch mal bei mir. Ich würde ganz gerne wissen, wer ihr seid. Und ob das, ja, ich würde ganz gerne wissen, wer ihr seid. Ich meine, ihr kommt aus meiner Heimatstadt irgendwie. Und wir haben den gleichen Friseur. Also, ey, wir haben den gleichen Friseur, wir sind quasi beste Freunde, ja? Ihr seid ja. Es ist ja der Wahnsinn. Da waren. Wir haben ja, also, erstmal zur Hintergrund. Ne? Zur Hintergrund. Mit Kornel. Hier und jetzt. Wir haben Friseur. Eine Friseuse. Friseuse, Friteuse, ich weiß nicht, wie sagt man? Eine Friseurmann, Frau. Eine Meisterin. Hier so eine Haarschneidemann, Frau. Also, wir haben so eine Friseurfrau, ne? Und die uns die Haare immer schneidet. Das ist nicht nur unser Friseur, sondern Freund der Familie oder so, keine Ahnung. Ja, wir kennen die schon richtig, also meine Eltern kennen die schon lange und die kam immer, die ist früher immer zu uns nach Hause gekommen und hat uns zu Hause die Haare geschnitten und hat dann halt auch mit meinen Eltern immer schön gequatscht und so weiter und so fort und ja. So, und meine Mutter war dann da, ist dann hatte letzte Woche irgendwann einen Termin. Und ne, wenn du einen Termin hast, gehst du zum Friseur. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und dann ist meine Mama da angekommen und dann wurde die auf einmal direkt von unserer Friseurfrau halt einfach angesprochen, so von wegen: Oh mein Gott, ich muss dir erstmal was erzählen. Guck mal, bevor wir anfangen, das muss ich dir erstmal erzählen. Ja, und meine Mutter schon so: Was ist passiert? Keine Ahnung. Und dann soll die doch allen Ernstes, boah, krass, ey, soll die doch allen Ernstes erzählt haben, dass, also ich kapituliere, ne, ich kapitul, ja, ich kapituliere auch. Auf jeden Fall kapituliere ich. Ich rekapituliere. Nee, das. Ich wiederhole mal kurz. Also fangen wir ganz vorne an. Meine Mama ist in dieses Geschäft gegangen und hat Hallo gesagt. Und unsere Friseurfrau hat auch Hallo gesagt. Hallo, hallo. So, und dann hat die hat gesagt: Oh mein Gott, das muss ich dir erstmal erzählen. Was macht denn der, also ich heiße ja Tom, ne? Angenehm Tom. Was macht denn der Tom im Internet? Was ist denn da los, hä? Und meine Mama so: Hä, wieso? Was ist denn passiert? Bla bla bla. Ja, und ja. Und auf jeden Fall waren da wohl zwei Mädchen, ne? Also zwei Mädchen, die gerade Abitur gemacht haben, die waren bei meiner Friseurfrau im Salon, die hat halt einen eigenen Salon. Die waren halt da im Salon. Und dann hat die Friseurfrau halt so gesagt: Ja, und ihr habt gerade, dann haben die halt wohl geredet einfach und wie das so beim Friseur ist und mit Frauen. Die reden ja über Gott und die Welt und wenn ich zum Friseur gehe, bin ich immer relativ ruhig, weil, keine Ahnung, mit mir redet nie einer. Ja, die hassen mich wahrscheinlich alle beim Friseur. Sind froh, wenn ich wieder weg bin. Auf jeden Fall haben die dann wohl geredet und dann haben die gesagt: Ja, wir haben jetzt unser Abitur gemacht und wir würden gerne beide Grundschullehramt studieren, aber irgendwie, ich glaube, die hatten Angst, ja, dass der NC zu hoch ist und wir keinen Platz kriegen. Und dann hat die halt gesagt: Ja, und meine Friseurfrau hat halt gesagt, sie nennt nie Namen. Also sie hat nicht gesagt, sie hat halt meinen Namen nicht erwähnt, ne, weil mein Name Tom und auch wenn Leute meinen Nachnamen wissen wollen, finden die den auch heraus. Wie gesagt, mein Name ist ja kein Geheimnis. Auf jeden Fall, sie hat meinen Namen nicht erwähnt. Und dann hat sie halt einfach nur gesagt: Ja, ich kenne da wen. Also eine Freundin, die hat einen Sohn und der hat erst in Bochum studiert, was anderes, und ist dann, hat dann einen Platz in Würzburg bekommen und studiert da jetzt Grundschullehramt. Und
keine Ahnung, was genau die noch gesagt hat. Auf jeden Fall muss diese Information Bochum und Würzburg studiert, Grundschullehramt jetzt. Ich thematisiere das ja auch oft genug, dass ich Grundschullehramt studiere und werde trotzdem noch gefragt. Ich studiere Grundschullehramt. Diese Kombination muss wohl dazu geführt haben, dass bei diesen Mädchen, die kannten mich wohl, aber die kannten mich nicht persönlich. Also die haben gesagt, dass sie mich nicht. Ah, fuck, ey. Da komme ich sogar drüber. Die haben gesagt, dass sie mich nicht. Ah, fuck. Wieso stoppt der denn da so? Warum kann ich da denn nicht drüber rutschen? Die haben halt gesagt, ja. Also sie hat halt gesagt, ja, der hat mal in Bochum studiert, hat dann aufgehört und studiert jetzt in Würzburg und hat da jetzt einen Platz bekommen. Und dann müssen die wohl gesagt haben, was? Ist das der Cornel? Tom Bra? Also, dann haben die meinen Namen tatsächlich gesagt. Also mit Nachnamen wohl. Ist das der Tom, der Cornel aus dem Internet? Und sie hat nur dumm geguckt. Ja, was? Aus dem Internet? Was macht der denn im Internet? Ja, der Cornel. Der macht da Videos, ist voll erfolgreich. Also wirklich. Das macht mir ein bisschen Angst. Warum? Das macht mir ein bisschen Angst, tatsächlich. Also, anscheinend gucken mich zwei junge Damen aus meinem Heimatort, die dieses Jahr Abi gemacht haben und gehen zum gleichen Friseur, wie ich immer gegangen bin, und haben durch Erzählungen des Friseurs, der Friseurfrau, herausgehört, dass es der Cornel ist. Und ihr hattet recht. Also wenn ihr wirklich da wart und wenn diese Geschichte stimmt und meine Mama mich nicht verarscht hat, dann hattet ihr recht, die meinte den Cornel, weil diese Friseurfrau hat auch meine Haare geschnitten. Ja, Ruhm klebt an ihren Händen und so. Also, wenn ihr das hier zufällig sehen solltet, ey, schreibt mir mal. Schreibt mir mal hier, entweder hier, PN oder Facebook oder was weiß ich denn. Ach du Scheiße, ey. Ich würde gerne wissen, was ihr für Menschen seid. Ihr seid aus meiner Heimatstadt. Die gucken mich bei mir zu Hause. Ich bin quasi ein Lokalmatador. Nächstes Mal, wenn ich nach Hause fahre, gehe ich auf den Bürgermeisterbalkon und dann stehen die beiden da unten. Hey, Cornel! Habe ich zwei Fans in meiner Heimatstadt. Das ist der Wahnsinn, oder? Bin ich nicht drüber hinweggekommen. Ich kann das auch nicht glauben. Deswegen würde ich gerne. Krass. Also, ihr könnt mir jetzt natürlich alle schreiben und ne, und im also, ne? Ich werde das nicht glauben. Also nein. Keine Ahnung. Ich kann es jetzt schlecht überprüfen, deswegen wäre Facebook, ja. Deswegen wäre Facebook natürlich schlauer, wenn ihr mich bei Facebook anschreiben könntet, ne? Der Link zu meiner Facebook-Fanpage steht in der Beschreibung. Auch für alle anderen, wenn ihr mich auf Facebook adden wollt. Ich mache da eigentlich nur Scheiße. Also ich mache da nichts Sinnvolles. Ihr müsst mich da nicht adden. Das ist nur für puren Scheiß hin und wieder mal. Ich poste da halt manchmal irgendwelche Bilder oder ich poste da irgendeine Scheiße, die ich gemacht habe, erlebt habe. Also es ist auch sehr selten momentan und ich mache da nicht viel. Also, what? Ich lebe noch! Das würde ich gerne mal nachkontrollieren. Ich habe jetzt eine Idee. Wow! Ich habe jetzt eine Idee. Ich mache hier einfach Wandsprünge. Nein! 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 Ja! Okay. Ich hab's geschafft. Sauber, nice. Deswegen, schreibt mir am besten bei Facebook, weil dann sehe ich ja direkt, ob ihr wirklich aus meiner Heimatstadt kommt. Oder schreibt mir, auf welche Schule ihr gegangen seid. Das wissen nicht alle. Es wissen nicht alle, was wie die Schulen bei mir heißen in der Umgebung. Ihr könnt ja nur auf, ja, viele gibt's ja nicht. Auf dem Gymnasium oder auf der Gesamtschule oder so, oder was weiß ich. Keine Ahnung, also wenn ihr das hier sehen solltet, ich werde das auf jeden Fall nochmal in dem MKW-Part ansprechen, weil das gucken halt auch einfach mehr und eventuell gucken die ja Mario Kart, keine Ahnung. Was gucken denn zwei Mädchen, die gerade Abitur gemacht haben bei mir? Ich weiß es nicht. Krass, oder? Aus meiner Heimatstadt, bei mir zu Hause. Die waren beim gleichen Friseur und haben da gesagt, oh, doch, der Cornel. Ja, der Cornel. Ich kann es nicht glauben, tut mir leid. Das ist eine Sache, über die ich nicht hinwegkomme. Ich kann es halt auch nicht glauben, deswegen würde ich gerne eine Bestätigung haben, dass es stimmt. Ich kann es schlicht und ergreifend einfach nicht glauben. Als ob da irgendwelche Mädchen in meiner Heimatstadt meine Videos gucken, zu meinem Friseur gehen und dann auch noch sagen, ach, der Cornel. Nicht, dass das schlimm ist, ganz und gar nicht. Es würde mich natürlich freuen, wenn mich da tatsächlich zwei schlaue Damen gucken, ne? Zuschauer mit Abitur sind sowieso die besten. Ja, jetzt habe ich gleich 1500 D-Abos. Ich habe noch keine 1500 Abos, aber. Boah, die Stelle ist echt unfair.
Ich musste dir ja mehr. Ach, die kommen immer in den Schlitzen. Ah, die kommen in den Schlitzen, ja, der. Ah, der ist echt tief gefallen. Tief gefallen. Man könnte auch sagen, der war schon tief. Ach, was weiß ich denn? Ist mir doch auch egal. Keine Ahnung, ich finde es ein wenig, es hat mich ein wenig durcheinander gebracht. Wenn, wie gesagt, das ist nichts Schlimmes, voll cool eigentlich, aber es ist einfach voll schwierig zu glauben. Stellt euch mal vor, irgendjemand kommt zu euch und sagt, bei unserem Friseur waren letzten zwei, die kannten Cornel. Ja, genau. Die kannten deine Internetpräsenz. Warum kennt ihr mich nicht? Hallo. Ich bin auch ein ganz alter Typ eigentlich. Wenn ihr jetzt Abitur gemacht habt, müsstet ihr jetzt so 18, 19 sein. Also ich bin da. Grüßt euch, hallo. Nein, natürlich nicht. Ich wohne ja auch nicht mehr in meiner Heimatstadt. Aber, nee, krass. Ich kann es halt. Es ist einfach schwer zu glauben. Ich weiß, ich wiederhole mich und so, aber ich musste ja auch mal. Also ich muss ja mit irgendjemandem darüber reden. Ja, und ich habe ja keinen außer euch. Ich habe ja einfach keinen, ne? Mit mir redet sonst keiner. Weißt du, wenn ich bei meiner Nachbarin klopfe, um mit der zur Uni zu fahren, dann. Die guckt mich an und. Ja, und. Wir fahren zur Uni und die redet kein Wort mit mir. Die ist voll gemein, ist voll die Dumme. Ich hasse die voll, ey. Meine Nachbarin, boah, das ist. Meine Nachbarin ist voll die Doofe. Die sagt immer, nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Und dann sage ich, winke, winke und goodbye. Ja, weil da drüben an der Lampe, da steht auch schon die nächste Frau für mich bereit, ne? Nein, natürlich nicht. Meine Nachbarin ist eine zuckersüße Goldzunge. Nein, das hört sich komisch an. Mir ist jetzt gerade nichts Lustiges eingefallen. Ich wollte lustig sein, es tut mir leid. Oh, man hatte als Let's Player manchmal ja auch so seine Momente, wo man einfach mal lustig sein will. Weißt du, es ist ja nicht schön, wenn die Leute immer schreiben, ha! Bei dir denke ich immer nach. Ja, ich würde auch nachdenken, wenn ich mich gucken würde. Boah, was macht der Pisser schon wieder? Was redet der wieder für eine Kacke? Was ist mit dem los, ey? Der le lebt doch am Leben vorbei, lebt er doch, ja. Das würde ich. Ich, warum springe ich auf den Maulwurf drauf, ey? Hasse. Ich hätte nach der einen Herausforderung einfach einen Schnitt machen sollen. Das ist doch. Der lebt am Leben vorbei, dieser Cornel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nein, meine Nachbarin ist eine wundervolle Nachbarin. Ich bin sehr froh, dass sie da ist, weil. Ach ja. Es ist sehr schön, mit dir Zeit zu verbringen. Oh nein, ich bin nicht mit dir zusammen und es tut mir leid, dass ich was Nettes über eine Frau gesagt habe, mit der ich nicht zusammen bin. Nein, ich mag sie einfach. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ohne, dass jetzt wieder 500 Leute sagen, Cornel. Nein, meine Fresse. Ich mache auch dir ein Kompliment, wenn du. Mann, jeder Mensch hat ein. Ich weiß gar nicht, was daran verwerflich ist, Menschen zu sagen, dass sie gute Menschen sind. Das ist so eine Sache, na. Nur weil ich jemandem ein Kompliment mache, heißt das nicht, dass ich ihn danach ins Bett zerre und durchvögel, bis da 20 Kinder rausplumpsen. Ist nicht so, ja. Tut mir leid, wenn ihr so seid, dann knattert durch, was das Zeug hält. Ne? Es ist auch ein gutes Leben mit Sicherheit. Aber ich bin halt nicht so und ich, ja. Ich schätze auch Menschen, auch wenn ich, ja, ne? Aber ist schon in Ordnung. Ich habe das Gefühl, ich bin voll müde. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich bin unfassbar müde. Und ich hatte gerade das. Ja, TV-Karte. Es ist in Ordnung, ey. Ich weiß, dass du mich hasst. Halte einfach noch durch. Sollte die TV-Karte abschmieren, werde ich da einfach den Part beenden. Nur schon mal so als Vorwarnung. Weil ich keine Lust habe, nochmal so ein Fitzel-Rest-Video hinten nachzusynchronisieren und so. Lohnt einfach nicht. Okay, ich darf nicht auf den Maulwurf springen. Nicht auf den Maulwurf springen. Ich darf 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 nicht auf diesen Maulwurf springen. Ich darf nicht auf den Maulwurf springen. Ich darf nicht auf den Maulwurf springen. Ich darf nicht auf dem Mal. Piss dich, Gumba. Ich hab dich gesehen. Niemand will dich. Dein Leben ist sinnlos. Wow. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Maulwurf. Oh. Die Gumbas, die kann ich ja so töten. Nein! Ich wollte doch nur noch eine schnelle Herausforderung am Ende machen. Ich wollte doch nicht so lange Ich wollte doch nicht so lange Herausforderungsparts machen. Das ist doch scheiße.
Nicht, weil ich ein Problem damit habe, lange Parts zu machen, aber das dauert halt auch immer so lange, bis die gerendert sind und bis die hochgeladen sind. Ich habe halt auch nicht so den schnellsten Upload. Ich lebe! Ich lebe, weil ich die Flamme nicht berührt habe. Ich lebe, weil du mein Wasser bist. Ich lebe immer noch, spring nicht auf dem Maulwurf. Kann nicht so schwierig sein, sich zu merken, dass man nicht auf dem Maulwurf springen darf. Maulwurf Rettungsaktion heißt dieses Level hier. Maulwurf retten ist die Aktion, die man von mir verlangt. Ich bin ein Reimemonster, das am Sonntag immer reimt. Ich bin ein Reimemonster, das sonst nur woanders weint. Das gibt es doch nicht. Boah, es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Das kann ich euch... Sag ich euch so, wie es ist, ne? Da kenne ich nichts. Es ist doch eigentlich einfach. Ich meine, man sieht ja sogar immer... Gut, diese... Boah, diese Dinger, die aus der Lava kommen. Da muss man halt einfach ein bisschen drauf achten. Ja, ich habe gerülpst. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Timing par excellence. Warum habe ich diesen... Ah. Wenn ich diese Herausforderung im nächsten Part angefangen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich im dritten Versuch geschafft. Da gebe ich euch, der spuck ich euch in die Hand und gebe sie euch drauf. Wirklich. Hätte ich geschafft. Weil jetzt bin ich nämlich unter Zeitdruck. Oh, Kornel, der Part ist schon so lang. So lang wolltest du das eigentlich gar nicht machen. Nein, 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 nein. Du hältst dich mal wieder nicht an deine eigenen Absprachen. Ja, es tut mir leid. Bin unzuverlässiger Schmock. Du weißt es doch. Du lebst seit 22 Jahren mit mir zusammen. Jetzt hör auf, mich deswegen wieder fertig zu machen. Oh, Mann, ey. Immer muss der Streit mit mir anfangen, dir Pisser. Halt die Fresse. Ach, komm, ey. Schubst dich aus dem Bett. Und er schubste sich selber aus dem Bett. Stellt euch das mal vor, voll lustig. Also so rein, wenn man das jetzt so rein, lustig. Ja, okay. So. Es gibt ja tatsächlich Let's Player, die von sich aus sagen, ich habe einen lustigen Kommentarstil. Boah, da denke ich mir mal so, ja, Junge. Mario Bart sagt auch, er wäre lustig. Wobei Mario Bart ja auch lustig ist, aber ne, irgendwann jedes Loch ist mal ausgeleckt. Das wollte ich so jetzt auch eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, es ist mir aber entfallen. Also was heißt entfallen? Ich bin nicht mehr so richtig drauf klargekommen, was ich sagen wollte. Wow, stimmt, ey, wenn man die Viecher an sich hat, dann kann man ja auch nicht mehr so hoch springen. Nein! Boah, dass du da noch rüberkommst, boah, da musst du erstmal... Maulwurf, komm! Sehr gut. Sehr gut. Nein, nein, nein. Nein! Warum in die Richtung? Du bist ein Penner, Bezowang. Da war das Ziel. Ich dachte, der geht immer nach in die Richtung, wo ich bin. Oh, Mann. Oh. Der hatte schon Tempo drauf, der Maulwurf. Also so ist nicht. War eigentlich ganz gut, dass die Flamme den geblockt hat. So. Ja, ich habe einen Kommentarstil, der halt einfach so ist, wie ich bin. Ja, ich bin halt einfach... Ich setze mich hier hin und nehme einfach auf. Ich denke vorher wenig nach. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass mein Kommentarstil lustig ist. Ich meine, was ist denn das für eine Aussage? Ja. Ich kann auch sagen, dass Brüste nett sind, aber... Ja... Im Endeffekt ist jede Brust auf ihre eigene Art und Weise schön, so wie sie ist. In ihrer vollen Naturenpracht. Oder so ähnlich. Oh, ich lebe noch. Frag mich nicht, wie. Ich lebe noch. Schlag mir aufs Knie. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich weiß auch nicht, warum ich immer das Bedürfnis habe zu reimen. Ey, das ist echt schlimm manchmal. Vor allen Dingen, wenn du es nicht kannst. Ich lieb dich. Du liebst mich. Sei ein guter Freund für mich. Und wir... Wie geht das denn? Ach, ich hätte mit dem durchlaufen müssen. Genau. Jetzt wird mir einiges klar. Ich mag dich.
du magst mich, sei ein guter, guter Freund für mich. Und wir gehen nach Haus mit nem dicken, dicken Guss. Und der Barney hat nen kleinen Stuss. Ich lieb dich, ey, und du liebst mich, ey, sei ein guter Freund für mich. Und ich geh nach Haus mit nem dicken, dicken Kuss. Und für dich ist hier leider Schluss. Schade, das mag ich nicht. Ich will den Gornel-Texten sehen. Ich will noch ein Level, will noch eine Herausforderung. Es ist vorbei, wenn das geschafft ist, Leute. Vorbei ist, wenn der Schiri pfeift. Das ist eine Weisheit, die hilft mir hier gerade gar nicht, weil es gibt keinen Schiedsrichter. Aber es ist eine Weisheit und Weisheiten sind doch immer nicht... Mann! Ah, fuck, das tat weh. Ich würde mich jetzt gerne über meine eigene Dummheit aufregen, weil ich diese dumme Herausforderung noch angefangen habe. Wie viele Sterne hat sie eigentlich? Ich dachte mir, Maulwurf retten nach dem blinden Fisch, den kriegst du schon ins Innenkorb. Ja, Innenkorb. Den blinden Fisch kriegst du schon ans Ziel. Ja, das ist nichts. Ist nicht. Ja, ich habe gerade blinden Fisch. Ich habe gerade blinder Fisch zu diesem Maulwurf gesagt und es beleidigend gemeint. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich es, woo! Legs for the win. Eigentlich habe ich es brüderlich gemeint, ja. Oh, fuck, ey. Political correctness, kenne ich nicht. Nee. Tut mir leid. Wer sowas von mir will, der ist hier falsch. es gibt ja tatsächlich... Nein, das erzähle ich. Nein, das ist mir peinlich. Es gibt noch einen Cornel-Kanal, aber den werde ich euch nicht verraten. Ja, auf dem ich mal etwas geplant hatte. Aber dafür war ich dann doch zu dumm. Okay, das war wunderbar. Das war wunderbar, okay. Ja, es gab tatsächlich... es gibt tatsächlich noch einen Kanal von mir, den ich mal erstellt habe. Aber wie gesagt, dafür schäme ich mich. Das heißt, den werde ich euch nicht verraten. Wie soll das denn gehen? Ach, ich muss den aufhalten. Ich bin so ein Depp, ey. Ich bin so ein... Oh, Mann, bin ich dumm, ey. Und deswegen... Und dieser Part ist so lang. Das wollte ich nicht. Wehe, es guckt ihn keiner zu Ende. Es ist hier Top-Unterhaltung, ja. Es ist hier ein Qualitätscontent. Wehe, das guckt niemand zu Ende. Da werde ich sauer. Da werde ich immer ein bisschen säuerlich, ne? Nein! Nein, werde ich natürlich nicht. Es ist Spaß gerade, ne? Ich hoffe, ihr wisst das. Ich versuche gerade dieses Video zu füllen mit unfassbar unsinnigen Kommentaren. Weil ich nicht weiß, was ich erzählen soll. In meinem Leben ist halt nichts los. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin arm. Ich habe keine Frau. Ich studiere am Limit. Und meine Noten sind auch nicht die besten. Mein Leben ist wie die deutsche Mark, aussortiert. Sie wird nicht mehr gebraucht. Mein Leben, die deutsche Mark. Ja, jetzt im Kino. Okay. 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 So, das heißt, du musst jetzt hier nach ganz rechts... Am besten. Und dann kommst du bitte runter und dann spring ich auf dich drauf. Yes. Nein! Fick dich, Maulwurf! Ich hasse... Warum rette ich den eigentlich, ey? Warum rette ich den, wenn der mich tötet, als wir am Ziel sind? Ich hasse dich, Maulwurf. Ich hasse... noch, da kommt eine Flamme hoch. Ich weine gleich. Ich weine... Ich weine schon. Ey, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Mann. Mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Stell mal vor, ich hätte mich jetzt aufgeregt. Dann hätte ich hier wahrscheinlich schon eine Herzkasper. Ruf die Feuerwehr. Ja, ruf sie. Boah, sag mal, weinst du oder ist es der Maulwurf, der dir gerade ins Gesicht gespuckt hat? Sag mal, weinst du, oder ist das der Maulwurf, der vor Lachen in dein Gesicht gepinkelt hat? Ja, der Maulwurf, der dich so mag. Ja, der Maulwurf, den du gerettet hast. Also noch nicht, aber ich... Ja, ich müsste ihn prinzipiell retten. Warum muss ich dich retten, ey? Ich würde dich gerne töten. Töten, ey, und dann gibt's Maulwurfschnitzel. Zack.
Zack. Zack. Oh, da ist schon der scheiß Nebel. Oh, krass. Ah, das war die... Ich habe aber eine Idee. Ich habe eine unfassbar gute Idee. Wenn die klappt, bin ich Herkules. Ey, jetzt brauche ich für diese Scheiß... Jetzt brauche ich für diese scheiß Herausforderung länger als für die Münzensammel-Herausforderung, die ich doch für einige schwerer gehalten habe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, oh, schaffst du die Münzensammelaufgabe unter einer halben Stunde? Schaffst du oder schaffst du nicht? Ey, dabei ist das hier noch nicht mal zu lang, ne? Das ist ja, das sind ja gerade mal 10 Meter oder so. Ja, ja, noch 10 Meter gehen. Ja, Mai ist das schön. Tag ein. Da sage ich was, ey. Boah, hier ist jetzt Kilians Fest in Würzburg oder so. Ich kenne das ja nicht. Und jetzt hat eine Kommilitonin, mit der ich leider nicht so viel zu tun habe. Ich habe mit der jetzt so ein Referat gemacht. Deswegen habe ich die bei Facebook. Aber naja, mal gucken. Man kann ja mal Hallo schreiben. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch eigentlich ganz geil, wenn ich die so in der Luft abfange. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Auf jeden Fall hat die geschrieben bei Facebook, die Insel check, jetzt kann das Kilian kommen. Das heißt, auf dem Kilian trägt Frau wahrscheinlich die Insel. Geil! Und ich muss sagen, boah, die Kommilitonin im Dirndl, die wird man sich auch mal angucken, oder? Nur mal gucken. Nee, also mal jetzt so ohne Spaß. Ich finde es halt einfach so, an und für sich finde ich Dirndl ganz interessant und... Ja, ey, cool. Da müsste ich mal, muss ich auf jeden Fall mal... Vielleicht kann man ja mal... Vielleicht geht ja mal jemand mit mir aufs Kilian, zufällig. Vielleicht frage ich mal, ob jemand Lust hat, drauf zu gehen. Ganz uneigennützig, wie ich bin. Boah, Frauen im Dirndl. Ob es da wohl viele Frauen im Dirndl gibt? Ich finde Frau im Dirndl ja schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Ist schon so eine Sache. Habe ich so einen kleinen... Ja, ich will nicht Fetisch sagen, weil das wäre vielleicht falsch. Aber finde ich einfach schön. Ich finde halt Frauen schön. Und im Dirndl ist es natürlich schon ziemlich heiß. Ja doch. Finde ich schon. Muss gar nicht das Riesendekolleté sein, ne? Das ist es gar nicht. Muss einfach ein schönes Dirndl sein. Das ist so. Weiß ich nicht. Finde das irgendwie mag ich das. Okay, Maulwurf. Könnten wir jetzt einfach diese Sache beenden? Das Video ist so lang. Ich werde das. Wenn es jetzt nicht funktioniert, werde ich es im nächsten Part machen. Und ich schwöre euch, ich habe es spätestens im zweiten Versuch im nächsten Part fertig. Wobei ich den nächsten Part nicht jetzt aufzeichnen werde. Weil ich jetzt tatsächlich doch eher so müde bin, dass ich ins Bett will, weil ich morgen... Ja, wo muss ich morgen eigentlich aufstehen? Ich weiß es nicht so genau. Oh, jetzt kommt hinten die... Ne, kommt hinten die Suppe. Jetzt komm, Maulwurf. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wir sind frei. Jetzt konzentrier dich einfach, Cornel. Halt ihn einfach in der Mitte, bis das Ding da fest steht. Bis der Anker geworfen ist. Komm. Leck mir die Wurst, Alter. Ich hätte das jetzt nicht weitergemacht. Gut, ihr habt einen langen Part bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr eine Frau seid und einen Dirndl habt... Damit könnt ihr mich knacken. Bis dann und ciao, tschüss, euer Cornel.